Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 17. Und während ich den aufrufe, können Sie vielleicht versuchen, möglichst zügig Ihre Plätze zu wechseln. Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über einen Realisierungsvorschlag zur Errichtung eines Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Sie haben so viele Plätze bei der Union. Einfach, genau. Wunder, es gibt noch freie Plätze, überall im Haus, muss man sagen. Es ist noch genug da, genau, wunderbar. Dann eröffne ich die Aussprache und es beginnt für die Bundesregierung Staatsministerin Claudia Roth. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrer Friedenspreisrede hat Caroline Emke 2016 gesagt, ich zitiere, Freiheit ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man tut. Zitat Ende. Wer die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzungsherrschaft in Osteuropa kennt und zur Erweiterung unserer Kenntnis soll das Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa ja beitragen, der wird erkennen, dass aus dem Bekenntnis zur historischen Verantwortung Deutschlands nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch eine politische Verantwortung erwächst. Wir haben gemeinsam die Pflicht und die Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten und damit die Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Erst durch dieses aktive Tun bewahren und gestalten wir unsere Freiheit, denn, Zitat, Freiheit ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man tut. Wir wollen dieser Verantwortung, und ich sage das auch mit Blick auf aktuelle Diskussionen, als Bundesregierung gerecht werden. Deswegen werden wir auch da, wo es heißt, über den Zweiten Weltkrieg wissen wir doch schon genug, darauf beharren, dass die Aufarbeitung vor allem in Osteuropa, aber auch in Griechenland, auf dem Balkan, in Italien, in Frankreich oder Norwegen nicht abgeschlossen ist, weil sie niemals abgeschlossen sein wird. Aufarbeitung bedeutet, historisches Wissen und Erfahrung nutzbar zu machen für die Gegenwart. Dazu gehört eine an konkreten Ereignissen orientierte Wissensvermittlung. Sie muss der Tatsache gerecht werden, dass mit dem wachsenden zeitlichen Abstand das Geschehen für viele abstrakter wird. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass ein Einwanderungsland andere und neue Formen der Wissensvermittlung braucht. Und dazu gehört schließlich, die deutsche Besatzungsherrschaft in ihrer Gesamtheit zu betrachten, das heißt im gesamten Gebiet deutscher Besetzungsherrschaft in Europa von 1939 bis 1945. Und genau dies leistet das vorliegende Konzept. Ich bin dem Ideengeber und den Gestaltern des Dokumentationszentrums, der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und dem Deutschen Historischen Museum dankbar dafür, dass sie in Zusammenarbeit mit sehr vielen nationalen und sehr vielen internationalen ExpertInnen einen überzeugenden Vorschlag für die Realisierung dieses Vorhabens erarbeitet haben. Sicher werden wir über Details der Governance-Struktur im Laufe des parlamentarischen Verfahrens noch sprechen, aber grundsätzlich ist dies ein Realisierungsvorschlag, der historischen und politischen Aufgabe mehr als gerecht wird. Denn wir sprechen doch in einer Zeitenwende, die der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine markiert. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen. Und es folgt für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Dorothee Beer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hat auf der Kabinettsklausur in Meseberg die Neugestaltung der Erinnerungspolitik zu ihrem zentralen Vorhaben erklärt.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat das Konzept für ein neues Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg vorgelegt, wo ich spannend fand, dass es von einschlägigen Wissenschaftlern noch nicht so öffentlich kommentiert wurde, wie ich es damals erwartet hätte. Und es ist deshalb vielleicht auch kein Zufall, wenn heute in der FAZ ein Beitrag erschienen ist, mit Fragezeichen hinter dem Zentrum in der Überschrift und auch mit dem Austarieren von zwei Sollbruchstellen. Und wir haben momentan, als es beschlossen wurde, eine andere Situation gehabt, als wir sie jetzt haben, weil in der Tat die deutsche Erinnerungskultur auch vor einem Neuanfang steht, weil die Frage schon ist, wie begehen wir ein Kriegsende, wenn mitten in Europa wieder Krieg herrscht? Wie gehen wir damit um, wenn die Geschichte des Zweiten Weltkriegs von Russland auch für die Legitimierung des Ukraine-Kriegs missbraucht wird? Und wir sehen ja bis heute, dass die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und die Folgen Europa bis heute sehr stark prägen. Und es gibt immer noch Themen, die vernachlässigt oder verdrängt worden sind, wie beispielsweise das Schicksal, die Geschichte der Kriegsgefangenen. Wenn Sie sich mal die aktuelle Ausgabe durchlesen vom Spiegel Geschichte, dann sagt ein Großteil der Deutschen in einer Umfrage, dass immer noch Sie einen Vater haben, einen Großvater haben, einen Urgroßvater haben, der selber Kriegsgefangenschaft erlebt haben, mich eingeschlossen. Und deswegen soll in Berlin im Sinn eines strategischen Überbaus eine Begegnungs- und Bildungsstätte zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs errichtet werden. Das haben wir beschlossen. Aber die Frage, die sich mir stellt, die sich uns stellt, ist schon, wie machen wir es richtig? Wie knöpfen wir wirklich die Jacke richtig ein von Beginn an, dass wir da auch keinen historischen Fehler machen, weil es eine einmalige Chance ist, bei einem Projekt dieser Dimension wirklich von Anfang an nicht sehenden Auges irgendwo reinzulaufen, was dann vielleicht danach nicht mehr eingefangen werden kann. Und dieses Zentrum soll Raum sein, Raum geben, Raum spenden für ein würdiges Gedenken. Das war auch die Intention des Beschlusses des Deutschen Bundestages im Oktober 2020. Und ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass erstens die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs eben diesen umfassenden Ansatz haben muss, dass Erinnerung nicht nationalisiert wird und vor allem auch nicht fragmentiert werden darf, dass keine Parallelstrukturen entstehen und dass wir genau schauen müssen, wo Aufarbeitung schon ausreichend stattgefunden hat, aber wo auch noch Orte des Erinnerns sein müssen. Frau Roth, Sie haben in Meseberg auch betont, ich darf Sie zitieren, wir stellen unsere Erinnerungspolitik bewusst in den europäischen Zusammenhang. Aus gemeinsamer Erinnerung soll gemeinsame Zukunft erwachsen. Und ich habe im Konzept noch mal nachgeschaut, wo der europäische Zusammenhang und wo die gemeinsame Erinnerung auch vorkommen. Und von den 65 Seiten bin ich auf 3 Seiten maximal fündig geworden. Die Dauerausstellung richtet den Fokus vor allem auf Gewaltphänomene der deutschen Besatzungsherrschaft. Die besetzten Länder Europas kommen als eigenes Thema gar nicht vor. Sie werden nur mal in der Einführung auf Seite 8-9 erwähnt. Und auf Seite 42 steht, dass der richtige Ort für zeremonielles Gedenken an den historischen Leidensorten in Deutschland und Europa gesehen wird. Der Bundestag hat aber gefordert, den Nachkommen der Opfer, Zitat, Raum für Gedenken und Erinnerung im Dokumentationszentrum zu geben. Und das finde ich eben auch noch mal ganz wichtig, das zu betonen. Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, ich bin der festen Überzeugung, dass was hier jetzt konzeptionell vorliegt, ist noch nicht genau das, so wie wir es uns beim Einsetzungsbeschluss auch vorgestellt haben. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie jetzt gerade noch mal am Schluss gesagt haben, Sie freuen sich auf den Dialog. Den würde ich mir nämlich wirklich wünschen, weil wir schon auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion noch Beratungsbedarf sehen und auch noch intensiven Beratungsbedarf sehen. Und ich würde mir, ohne jetzt Analogien zu wählen, die wir gerade im Moment erleben, dass wir wirklich nicht nochmal Fehler machen, Folgefehler machen, sondern dass wir nicht sehenden Auges jetzt in ein Konzept reingehen, in eine Umsetzung reingehen, wo wir später sagen, das war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, weil so eine Dimension, nicht nur was die Millionen betrifft oder die Quadratmeter oder die Mitarbeiter, sondern die Erinnerungskultur betrifft, dass wir da wirklich von Anfang an keine Fehler machen. Und wir stehen als CDU-CSU-Bundestagsfraktion dazu bereit, zu sagen, wir wollen da mitarbeiten, dass es auch genauso rauskommt, wie wir uns das alle 2020 vorgestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und es folgt für die SPD-Fraktion Marianne Schieder. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwa 230 Millionen Menschen haben unter der nationalsozialistischen Besatzung
und dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg gelitten. Eine unfassbare Zahl und ein unfassbares menschliches Leid. Gewaltsam errichteten die Nationalsozialisten in weiten Teilen Europas ein verbrecherisches Regime und fügten Ländern und deren Bevölkerung mit Krieg, Besatzung, Ausbeutung, Hunger, Misshandlung, Zwangsarbeit, Kulturzerstörung, Deportation, Mord und Holocaust unermessliches Leid zu. Wir Deutschen, von deren Land diese Gewalt ausging, wir stehen ungebrochen in der Verantwortung, moralisch wie politisch, da haben Sie recht, Frau Staatsministerin. Wir stehen in der Verantwortung, den Opfern würdig zu gedenken, die Verbrechen aufzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Deutschland hat eine gute und kritische Erinnerungskultur, meine ich. Wir leisten viel. Wir haben in unserem Land eine vielfältige Gedenkstättenlandschaft und eine solide, mannigfaltige Bildungsarbeit, die an vielen Orten und von vielen sehr, sehr engagierten Bürgerinnen und Bürgern ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich getragen wird. Bei all dem, was man immer und überall optimieren kann und bei allen Herausforderungen, denen man immer neu begegnen muss, möchte ich doch sagen, wir dürfen stolz sein auf unsere Erinnerungskultur. Herzlichen Dank all denen, die dafür arbeiten. Dennoch, es gibt Lücken. So ist außerhalb der Wissenschaft das Ausmaß der Verbrechen, beispielsweise was die Besatzungsherrschaft der Nationalsozialisten betrifft, doch in weiten Teilen der Gesellschaft wenig bekannt. Deshalb und gerade deshalb hat der Deutsche Bundestag in der vergangenen Wahlperiode nach intensiver Diskussion die Errichtung eines Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa beschlossen. Und liebe Frau Kollegin Beer, gerade jetzt ist es doch wichtig, dieses Thema aufzuarbeiten, gerade mit Hinblick auf die osteuropäischen Länder, mit Hinblick darauf, was wir der Ukraine, was wir Belarus, was wir in Russland den Menschen angetan haben. Und ich nehme Ihre Kritik ernst, aber wir müssen noch einmal darüber reden, weil ein Stück weit habe ich Sie einfach nicht verstanden mit dem, was Sie wollen. Heute liegt ein Realisierungsvorschlag vor, ein grobes Konzept für dieses neue Dokumentationszentrum, erarbeitet unter der Federführung des Deutschen Historischen Museums und unter Mitwirkung zahlreicher Expertinnen und Experten. Und auch diesen Expertinnen und Experten und dem DHM möchte ich persönlich, aber auch im Namen der SPD-Fraktion, herzlichen Dank sagen. Wir wollen, dass dieses Zentrum ein Ort wird, in dem die Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft und ihre Folgen für den gesamten Kontinent aufgearbeitet und dargestellt werden. Bei all dem stehen zunächst die Opfer im Mittelpunkt. Es geht aber auch um die Täter und deren menschenverachtende Ideologie, die zu diesen Verbrechen geführt haben. Eine ständige Ausstellung wird sich der Thematik grundsätzlich nähern und das gesamte Besatzungsgebiet umfassen. Ergänzt wird sie aber durch Wechselausstellungen mit dem Fokus auf historische Kontexte, spezifische Ereignisse und Kontinuitäten bis heute. Zudem verfolgt das Dokumentationszentrum das Ziel der Erforschung der Geschehnisse in den besetzten Ländern und die Erforschung weiter voranzubringen, ist das Ziel. Das Zentrum ist europäisch gedacht. Es soll über ein Fellowship-Programm, Konferenzen, mehrsprachige Publikationen und ein eigenes Archiv die internationale Forschung zusammenbringen. Weiterhin soll ein vielfältiges und niedrigschwelliges Bildungsangebot mit Museumspädagogik für Schülerinnen und Schüler, Fortbildungen, Online-Formaten, einer Bibliothek sowie öffentlichen Veranstaltungen entstehen. Auch ein Ort des Gedenkens soll geschaffen werden. Das haben wir bewusst, ich war nämlich auch dabei, in diesen Antrag hineingenommen. Und dieses Gedenken soll natürlich nicht das einzige Gedenken sein, Frau Kollegin Beer. Natürlich muss das Gedenken an den historischen Orten genauso stattfinden. Das eine soll doch das andere nicht ersetzen. Aber gerade auch in einem solchen Zentrum soll es einen Ort des Gedenkens und der Möglichkeit zum Gedenken geben. All das ist ein großes, nicht einfaches Vorhaben, aber ein wichtiges Vorhaben. Klar ist auch, dass das Dokumentationszentrum Parallelen zu bestehenden Gedenkstätten haben wird. Es soll aber nicht deren Konkurrenz, sondern deren Ergänzung sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich meine, das Fundament ist gelegt. Wir haben jetzt die Aufgabe, diesen Realisierungsvorschlag eingehend zu prüfen,
im Dialog mit Wissenschaft und Betroffenen zu diskutieren und das Dokumentationszentrum bei seiner Entstehung engagiert zu begleiten. Das ist eine herausfordernde und spannende Aufgabe, das wussten wir von Anfang an, und ich sage es noch einmal, ein großes Projekt. Die SPD-Fraktion wird diese Aufgabe sehr ernst nehmen, und ich freue mich auf eine gute und intensive Diskussion hier im Bundestag, aber auch weit darüber hinaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion erhält jetzt Dr. Marc Jongen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein neuer Gedenkort für deutsche Gräueltaten soll also errichtet werden, so nannte Spiegel Online in schöner Direktheit das geplante Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa. Ich schicke voraus, auch die AfD-Fraktion weicht nicht von der einzig möglichen Meinung ab, die man als informierter und vernünftiger Mensch von den historischen Vorgängen haben kann. Das nationalsozialistische Regime mit seiner aggressiven Rassenideologie und der von Hitler hemmungslos eingesetzten Kriegsmaschinerie hat unsägliches Leid über Europa gebracht und insbesondere mit der Shoah ein Verbrechen von historischer Monstrosität begangen, auf das die Antwort nur lauten kann: nie wieder. Nun haben wir das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Wir haben die Topographie des Terrors, wir haben die KZ-Gedenkstätten, das Programm Jugend erinnert und vieles mehr. All das hat aber nicht verhindert, dass auf der Documenta in Kassel der Kunstausstellung mit weltweiter Ausstrahlung unter Mitverantwortung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth vor wenigen Tagen ein riesiges Banner zu sehen war, einer indonesischen Künstler- oder Aktivistengruppe mit widerwärtigen antisemitischen Karikaturen nach Art des Stürmers. Wirklich Hass und Hetze schlimmster Art, um die Begriffe zu verwenden, mit denen Sie immer sonst so schnell zur Hand sind. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion, dass Sie, Frau Roth, Herr Abgeordneter, das alles verharmlost haben? Herr Abgeordneter? Nicht. Heißt das nein? Nein, das heißt okay. Nein, ja. Alles verharmlost haben, nicht Kunstpolizistin sein wollten, wie Sie sagten, und nur als erster Druck zu groß wurde und bereits die jüdische Allgemeine ihren Rücktritt forderte, rufen Sie nun scheinheilig nach Konsequenzen. Werte Kollegen, wie viele Dokumentationszentren wollen Sie denn noch bauen, damit diese Heuchelei endlich aufhört, damit Sie nicht mehr unterscheiden zwischen den bösen Antisemiten und den vielleicht doch irgendwie guten Antisemiten? Erkennen Sie denn nicht, dass Ihr exzessives Zelebrieren der deutschen Schuld und Verantwortung völlig unglaubwürdig ist und zunichte gemacht wird, wenn Sie gleichzeitig die postkolonialistische Ideologie, die diese Karikaturen produziert hat und die erwiesenermaßen eine antisemitische Schlagseite hat, quasi zur kulturellen Staatsdoktrin erheben in Deutschland? Und die Probleme gehen noch weiter. Im ersten Satz Ihrer Unterrichtung schreiben Sie: Der Zweite Weltkrieg und die Verbrechen der Deutschen prägen Europa bis heute. Und weiter hinten: Die Deutschen wandten Gewalt bisher ungekannten Ausmaßes an und so weiter. Das heißt, Sie fabrizieren hier und wollen es schon der Jugend so vermitteln, das Negativnarrativ einer deutschen Kollektivschuld. Und ich erinnere Sie an die Worte des Bundespräsidenten AD Roman Herzog, der sagte, eine Kollektivschuld des deutschen Volkes können wir nicht anerkennen. Ein solches Eingeständnis würde zumindest denen nicht gerecht, die Leben, Freiheit und Gesundheit im Kampf gegen den Nationalsozialismus und im Einsatz für seine Opfer aufs Spiel gesetzt haben und deren Vermächtnis der Staat ist, in dem wir heute leben. Zitat Ende. Diesem besseren Deutschland, das auch in finstersten Zeiten im Untergrund immer lebendig war, werden Ihre Pläne jedenfalls eklatant nicht gerecht. Und wenn wir dann noch lesen, parallel zur Dauerausstellung zur Kriegszeit sollen Wechselausstellungen zur Gegenwart wie auch zur Vorgeschichte stattfinden, dann wird klar, die Nazi-Gräuel sollen hier zum Fluchtpunkt der gesamten deutschen Geschichte stilisiert werden. Unter der Last dieser Schuld und der Pflicht der unendlichen Wiedergutmachung sollen jetzt in aktuellen Debatten alle Argumente verstummen, etwa gegen die schrankenlose Masseneinwanderung oder jetzt
gegen eine bis zur Selbstschädigung reichende Opferbereitschaft bei Maßnahmen im Ukraine-Krieg. Stets wird eine hypermoralische Haltung als alternativlos präsentiert. Abweichende Sichtweisen werden schnell unter Nazi-Verdacht gestellt. Das, meine Damen und Herren, ist ein Missbrauch der historischen Erinnerung. Es ist auch ein Missbrauch der Opfer des Nationalsozialismus. Und deswegen lehnen wir Ihren Vorschlag in dieser Form ab. Wir sind gespannt auf die Debatte. Danke. Für die FDP-Fraktion erhält das Wort Thomas Hacker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der vermeintlich seelenhygienischen Nabelschau der AfD kommen wir zurück zum Thema. Und Herr Jongen, auch die Dokumente werden wir im nächsten Kulturausschuss ausführlich besprechen. Da haben wir dann den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt. Es freut mich auch, wenn die Frau Bär dann dabei ist, dann werden wir die Dinge auch dort diskutieren. Es war der 9. Oktober 2020, noch keine zwei Jahre her, als der Deutsche Bundestag den Weg für das zukünftige Dokumentationszentrum geebnet hat. Das Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa. Heute leben wir in einer anderen Welt. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Wir stehen vor Herausforderungen, deren wirkliche Dimension wir heute nur erahnen. Wunden sind wieder aufgerissen worden. Verdrängte Erinnerungen lassen sich nicht weiter verstecken. Wenn tagtäglich Menschenleben ausgelöscht werden, wenn Bomben Häuser, Dörfer und ganze Städte zerstören, bewegt das auch uns, weil der Krieg auch Teil unserer Geschichte ist, unserer gemeinsamen europäischen Geschichte, weil unsere Anstrengungen in den letzten 77 Jahren, Frieden zu halten, Frieden zu schaffen, letztendlich vergeblich waren. Im Umgang mit Putin waren wir alle in diesem Haus zu leise, zu pragmatisch, zu naiv. Unser eigenes Erinnern ist kein Selbstzweck. Unsere Gedenkstätten sind kein Ersatz für erlittenes Leid. Unser Erinnern muss immer auch Auftrag für unsere Zukunft sein. Erinnern kennt keinen Schlussstrich. Aus den Erfahrungen unserer Vergangenheit leitet sich ein konkreter Auftrag an uns ab. Nie wieder Krieg, nie wieder. Und diesen Auftrag müssen wir erfüllen, nicht leise, sondern mit fester und deutlich hörbarer Stimme, nicht pragmatisch, sondern engagiert auf der Grundlage unseres Wertekanons, nicht naiv, sondern konkret im Einklang mit unseren Nachbarn, über die Deutschland so viel Leid gebracht hat. Heute diskutieren wir einen Gedenkort für unsere Zukunft, für die Zukunft Europas. Uns liegt ein 65 Seiten umfassender Realisierungsvorschlag vor. Das Dokumentationszentrum wird die bis heute nachwirkenden Erfahrungen der von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten Länder in ganz Europa umfassend würdigen. Die Perspektive dieser Länder ist es, die wir in die breite Öffentlichkeit tragen wollen. Das Dokumentationszentrum wird dann Erfolg haben, wenn es aus der Mitte des Parlaments und auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus gemeinsam entwickelt wird. Das neue Dokumentationszentrum ist für alle Menschen in den von Deutschland besetzten Gebieten. Breite Wahrnehmung und Relevanz wird es nur erreichen, wenn konsequent der fortlaufende Dialog mit Opfern, Opfervertretungen, Opferverbänden und der zivilgesellschaftlichen Initiativen aus allen Ländern auch gesucht wird. Ich möchte Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ihrer Vorgängerin Monika Grütters und Raphael Groß, dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums, herzlich danken. Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für die intensive Arbeit der vergangenen Monate. Genauso den zahlreichen Expertinnen und Experten aus den 27 Ländern, an die sich dieses Zentrum richtet, sowie der Arbeitsgruppe Erinnern und Gedenken. Wir Freien Demokraten haben das Vorhaben von Beginn an unterstützt. Im Koalitionsvertrag haben wir uns dazu klar bekannt. Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass dieses Dokumentationszentrum ein Erfolg wird und zu einer weiteren Aussöhnung beiträgt. Am 9. Oktober, vor fast zwei Jahren, stellte ich die Frage, verwundert es uns wirklich, dass die Ukraine für sich das Recht auf ein eigenes Erinnern einfordert? Bei der Antwort auf diese Frage gibt es heute sicherlich keine zwei Meinungen mehr. Doch umso mehr Sensibilität erfordert die Umsetzung und die Einbindung unserer Nachbarn heute. Wenn wir Räume der Begegnung und des Dialogs schaffen wollen, dann müssen wir auch Außerordentliches leisten. Der vorliegende Realisierungsvorschlag stellt eine solide, eine gute Grundlage dar, um die vielen offenen Fragen auch im Umgang mit der Ukraine, der Russischen Föderation und Belarus für uns neu zu beantworten.
Wie gewährleisten wir Bildung und Forschung vor Ort angesichts der angespannten Sicherheitslage? Wie gewährleisten wir in der aktuellen Situation, dass beteiligte Historikerinnen und Historiker nicht Vertreter ihrer Länder, sondern allein Vertreter der Wissenschaft sind? Der Spiegel beschrieb es Anfang März provokant, traf jedoch einen Punkt, den wir uns bewusst stellen sollten. Zitat: Ungefähr zu der Zeit, als dieses Papier abgeliefert wurde, ließ Russland Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Aus der Bedrohung ist ein Krieg geworden. Zitat Ende. Präsident Groß hat daher absolut recht, wenn er umso mehr eine weitere intensive wissenschaftliche Begleitung einfordert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns das Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft im Dialog weiterentwickeln. Hier im Parlament, in Forschung und Wissenschaft, in der Gesellschaft, aber vor allem im Dialog mit den Menschen in den Ländern, denen Deutschland so viel Schmerz zubereitet hat. Dann wird es seine Aufgabe erfüllen, Menschen versöhnen, die Jugend sensibilisieren und Zukunft ermöglichen. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort die Fraktion Die Linke, und zwar Jan Korte. Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich feststellen für die Fraktion Die Linke, dass ich den vorliegenden Realisierungsvorschlag sehr gut finde. Der ist auf der Höhe übrigens auch des wissenschaftlichen Diskurses und will mich auch namens meiner Fraktion bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern herzlich bedanken. Das ist eine sehr gute Grundlage zur weiteren Diskussion. Ich möchte zum Zweiten feststellen, dass es allerdings dort einige Leerstellen gibt, die wir unbedingt weiter diskutieren müssen. Auch hier im Bundestag haben geschichtspolitische Komponenten. Das ist zunächst einmal die Frage der juristischen Aufarbeitung, insbesondere der Taten und der Umgang mit den Tätern. Das ist eine große Leerstelle, weil hier wird zu pauschal gesagt, dass die juristische Aufarbeitung in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich vergleichbar ist. Das ist dezidiert nicht, denn in der DDR gab es bekanntermaßen eine deutlich intensivere Entnazifizierung, wenn man so will, als in der damaligen Bundesrepublik, wo die ganzen alten SS- und Reichssicherheitshauptamtleute nämlich wieder in Amt und Würden gewesen sind und es deswegen eben keine vorbildliche Aufarbeitung gegeben hat. Das muss man hier so feststellen, sonst hat man keine Ahnung von Geschichte. Das Zweite, was ich feststellen will, und das ist ja in Ansätzen dort auch wirklich vorhanden, das ist schon noch mal eine Einordnung des völlig entgrenzten Vernichtungskrieges gegen den Osten damals. Das ist doch zu wenig spezifiziert, denn der ist ja gerade dadurch gekennzeichnet gewesen, durch die Suspendierung nicht nur aller Rechtsregeln, die es bis dahin galt, in der Kriegsführung beispielsweise, sondern vor allem dadurch gekennzeichnet gewesen, dass er alle bis dahin gekannten Zivilisationsregeln aufgehoben hat. Das will ich an einer Zahl noch mal machen. Die Sterblichkeitsrate bei Kriegsgefangenen der Roten Armee lag bei 60%. Das sind 3,3 Millionen Leute, vor allem in Wehrmachtslagern, schlicht verhungert. Und wenn wir uns dagegen die Sterblichkeitsrate bei alliierten Kriegsgefangenen, westlichen alliierten Kriegsgefangenen angucken, lag sie bei 3,5%. Also deswegen können wir erkennen, dass wir es hier mit etwas anderem zu tun haben. Ich möchte aus aktuellem Anlass, warum dieses Dokumentationszentrum wirklich dringend notwendig ist, schon noch auf die aktuelle Debatte und bestimmte Töne hier eingehen. Und so leid es mir tut, will ich noch mal Jürgen Trittin hier direkt ansprechen, weil insbesondere Sie von den Grünen sind hier auffällig geworden. Jürgen Trittin sagt in einem aktuellen Interview, ich darf zitieren: Jetzt erleben wir die Rückkehr des imperialen Eroberungskrieges, und der ähnelt in vielen Orten dem Vernichtungskrieg von SS und Wehrmacht gegen die Sowjetunion. Es gab mehrere Vergleiche von Ihnen dort in dieser Hinsicht. Ich möchte das in aller Form zurückweisen. Das ist nichts anderes als eine Relativierung der Verbrechen des deutschen Faschismus, um das in aller Klarheit zu sagen. Und auch in den Medien, wo von einem Vernichtungskrieg von Russland gegen der Ukraine gesprochen wird, wollen wir bitte schön historisch korrekt bleiben. Es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg, es ist kein Vernichtungskrieg. Was ein Vernichtungskrieg ist, möchte ich zum Abschluss kurz zitieren. Im Morgengrauen des 29. September sperrten Angehörige der Polizeibataillone die Umgebung der am Stadtrand von Kiew gelegenen Schlucht Babija und die Straßen, auf denen die Opfer von der Stadt kommen sollten. In langen Kolonnen zogen jüdische Männer, Frauen und Kinder zu dem befohlenen Platz. Von dort trieb sie die SS weiter zur Schlucht von Babija. In der Nähe des Eingangs zur Schlucht registrierten SS-Männer die Opfer. Sie mussten ihre Wertsachen abgeben und die Kleider ablegen. In der Schlucht erschossen die Angehörigen des Sonderkommandos 4a im Laufe des 29. September und des nächsten Tages über 33.000 Menschen.
Das ist der Vernichtungskrieg gewesen, und der Begriff des Vernichtungskrieges ist bitter erkämpft worden in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen von der Wissenschaft, und er ist mit nichts anderem zu vergleichen. Und deswegen weise ich das zurück und lade auch insbesondere einige von Ihnen herzlich dann zur Eröffnungsausstellung in dieses notwendige Dokumentationszentrum ein. Vielen Dank. Herr Korte, wenn Sie die Rede abgeben, sollten Sie bitte aber auch sagen, woher das Zitat ist. Am besten immer gleich mitnennen. Ne? No. Nee, jetzt nicht noch. Also es war schon lang genug. Zitate vielleicht auch nicht dann beginnen, wenn die Redezeit zu Ende ist. Das kann ich dann auch noch mal dazu sagen. So, jetzt erhält aber für Bündnis 90 Die Grünen Erhard Gründel das Wort. Meine Damen und Herren, sehr verehrte Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich sinngemäß eine Rede zitieren, die unser ehemaliger Kollege Manuel Sarrazin am 9. Oktober 2020 von diesem Platz aus gehalten hat. Er sagte: Als mein Großvater 1939 nach Polen einmarschierte, marschierte er nicht als Nazi ein. Er marschierte ein als Deutscher. Er marschierte ein als Teil einer deutschen Gesellschaft, die eine andere Nation unterjochen und auslöschen wollte. Und breite Teile der deutschen Gesellschaft teilten dieses Ziel. Zitat Ende. Wer sich der Vergangenheit, und sei sie auch noch so schmerzhaft, nicht stellt, der kann die Zukunft nicht gewinnen. Nur eine lebendige Erinnerungskultur kann uns davor schützen, jemals wieder Täternation zu werden. Das Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa will genau das, die Erinnerung wachhalten. Das Dokumentationszentrum will ein Ort sein, an dem Fakten dokumentiert und Wissen vermittelt werden, und ein Ort, an dem der Opfer gedacht wird. 230 Millionen Tote in heute 27 europäischen Staaten als Folge von Krieg und deutscher Besatzung. Es geht darum, die Zusammenhänge zwischen dem rassistischen, menschenverachtenden Weltbild und der nationalsozialistischen Lebensraumideologie aufzuzeigen. Es geht um Zwangsarbeit, um Lagersysteme. Es geht um ein grausames Weltbild der Menschenschinder, das von Antisemitismus, Antiziganismus, Antikommunismus und Antislawismus geprägt war. Dabei war das Entwickeln von Feindbildern konstitutiv für den Nationalsozialismus. Der gemeinsame Feind einte dort, wo es keine positive Zukunft zu gestalten gab. Es geht auch um den Rassenwahn und das singuläre Menschheitsverbrechen der Shoah, des Holocaust. Vor einer Woche stand ich am Denkmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto. Dort, wo Willy Brandt sich am 7. Dezember 1970 zur deutschen Schuld bekannt und für unser Land auf die Knie ging. Damals, ich war damals knapp 8 Jahre alt, aber ich kann mich noch an den negativen Aufruhr, den diese Geste in erzkonservativen Kreisen der deutschen Gesellschaft auslöste, noch sehr gut erinnern. Erinnern hilft manchmal wirklich, meine Damen und Herren. Heute nun erlebt Polen die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unmittelbar. Gleichzeitig steht die polnische Bevölkerung solidarisch zu seinen ukrainischen Nachbarn. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie das tut, berührt und beschämt. Diese Solidarität und Menschlichkeit macht Mut und Hoffnung. Sie nimmt uns aber auch in die Pflicht, unsere Nachbarn mit dieser Aufgabe nicht alleine zu lassen. Meine Damen und Herren, das Dokumentationszentrum kann dazu beitragen, dass uns bewusst bleibt, dass unsere Gegenwart alles Vergangene enthält und damit auch unsere gemeinsame Zukunft in Europa. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Sie haben die Quelle genannt, aber sinngemäßes Zitieren kannte ich auch noch nicht. Aber das ist in Ordnung. Und damit erhält jetzt das Wort Dirk Wiese für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist ein wichtiger Meilenstein, den wir heute erreicht haben, um den Realisierungsvorschlag für ein Dokumentationszentrum speziell zur Erinnerung an den Vernichtungskrieg in Ost- und vor allem auch Südosteuropa
auf den Weg zu bringen. Und ich will noch mal daran erinnern, in der letzten Legislaturperiode, wir hatten noch die Große Koalition, es war nicht einfach, dass wir dieses Projekt letztendlich noch auf den Weg gekriegt haben. Es war durchaus steinig, das hinzubekommen. Und darum will ich heute auch einmal, liebe Gitta Connemann, noch mal Danke sagen. Das war gut, dass wir das realisiert haben. Und uns eint, glaube ich, in diesem Haus, dass wir alle sagen, wie wichtig und bedeutend gerade in diesen Zeiten dieses Dokumentationszentrum ist und dass wir das gemeinsam auf den Weg bringen werden. Es ist wichtig, dass wir mit diesem Dokumentationszentrum noch einmal deutlich machen, wie widerwärtig diese Rassen- und Lebensraumideologie gewesen ist. Sie hat gesprochen von minderwertigen Slawen, sie hat gesprochen von Untermenschen. Und es ist, glaube ich, unsere Verantwortung, eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung, gerade für die nachfolgenden Generationen, das zu beleuchten und das in den Blick zu rücken. Denn sind wir doch ehrlich. Es gibt viele Orte grausamer Kriegsverbrechen, gerade in Belarus, in der Ukraine, in der Republik Moldau, die teilweise namenlos sind, die nicht bekannt sind. Und die müssen wir letztendlich auch erinnern. Und ich will das gerne sehr offen sagen. Ich war 2018 mit Bundespräsident Steinmeier in der Nähe von Minsk an dem Ort Mali-Trostin jetzt, ein Ort, wo Kriegsverbrechen in gravierendem Ausmaße stattgefunden haben. Es ist ein Ort gewesen, wo über 50.000 Menschen getötet worden sind, erschossen oder in mobilen Gaskammern letztendlich. Und wenn man dort vor Ort ist, ich kannte den Ort vorher nicht, und wenn man dort durchgeht, es ist dort ein kleiner Wald, und an diesem Wald sind Namensschilder angebracht, und man schaut auf die Geburtsdaten, 3 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 2 Jahre, das, was da an Kriegsverbrechen stattgefunden hat, das, was an vielen dieser namenlosen Orte stattgefunden hat, gerade in Osteuropa, ist unsere Verantwortung, daran zu erinnern, gerade in Zeiten, wo der Geschichtsrevisionismus an vielen Stellen wieder zum Vorschein kommt, rechte Seite hier im Parlament, aber auch durch den russischen Staatspräsidenten. Geschichte muss beleuchtet werden und Geschichte darf nicht an Vergessenheit geraten. Es ist unsere Aufgabe, das auf den Weg zu bringen. Ja, wir werden sicherlich die ein oder andere Diskussion über die Struktur auch noch führen können. Dazu laden wir alle ein, sich daran auch zu beteiligen. Es soll sich letztendlich einfügen in die bestehende Gedenkstättenlandschaft hier in Berlin. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wir werden gemeinsam hier einen guten Weg hinbekommen, das voranzubringen, damit wir diese Orte, die Timothy Snyder mal geschrieben hat, in einem Gebiet, was er Bloodlands genannt hat, dass wir die Erinnerung an diese Orte lebendig halten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe und Verantwortung. Und ich danke allen, die daran in nächster Zeit mitwirken. Vielen Dank. Als nächste Rednerin in der Debatte erhält Annette Wittmann-Mautz für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Zweite Weltkrieg und die deutsche Besatzungsherrschaft in Europa sind Geschichte. Und doch sind das Erinnern und das Gedenken an deren Opfer kein abgeschlossenes Kapitel. Durch sie bleibt Wissen erhalten, werden wir unserer Verantwortung bewusst, wird Versöhnung möglich. Sie sind stete Mahnung und konstruktive Motivation jetzt und für die Zukunft. Wie man mit Geschichte umgehen, sie unterschiedlich erzählen, interpretieren und erinnern kann, zeigt uns im Moment auf ganz besonders perfide Weise Wladimir Putin. Seine haltlosen Deutungen und Darstellungen über den Zweiten Weltkrieg sind Ausdruck eines politischen Kalküls, kollektive Ängste und Gefühle der Vergangenheit neu zu beleben. Historische Unwahrheiten werden so zur Propaganda und Kriegswaffe. Weshalb aber Verantwortung zu übernehmen so wichtig ist und wir dafür nicht zwangsläufig erst nach Russland blicken müssen, zeigen die antisemitischen Darstellungen auf der Documenta. Wer wie Sie, Frau Staatsministerin Roth, das Problem über Monate ignoriert und kleinredet, hat die Verantwortung aus unserer Geschichte noch nicht gänzlich begriffen. Das ist ein politischer Skandal. Und auch deshalb brauchen wir ein Dokumentationszentrum, das die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa dokumentiert, die einzelnen oft national geprägten Aspekte verbindet und in einer europäischen Perspektive vermittelt.
Ein Dokumentationszentrum, das sich mit der nationalsozialistischen Krieg- und Besatzungspolitik in heute 27 europäischen Ländern auseinandersetzt und die Verbrechen und extreme Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung und der Verfolgung von ganzen Bevölkerungsgruppen darstellt. Es ist eine politische, eine wissenschaftliche und eine finanzielle Herausforderung. Wie anspruchsvoll die Erarbeitung eines solchen Konzepts und deren Umsetzung ist, zeigt gerade der vorliegende Entwurf. Auch ich schließe mich dem Dank an Raphael Groß und die Beteiligten an. Nicht nur die große geografische Breite und die historischen Unterschiede in der Besatzungspraxis in Europa, auch die Tatsache, dass es sich um ein Projekt des Landes handelt, in dessen Namen der Krieg begonnen und die Verbrechen begangen wurden, erfordern eine besondere Sorgfalt und Sensibilität. Der vorgelegte Vorschlag begegnet dieser Herausforderung konzeptionell, indem spezifische Handlungsmuster der Kriegs- und Besatzungsverbrechen herausgearbeitet, sie systematisiert in einer länderübergreifenden Perspektive zusammengefasst werden. Ob aber genau diese Herangehensweise den zum Teil sehr unterschiedlichen nationalen Ausprägungen und folglich auch den unterschiedlichen Opfererfahrungen gerecht wird, werden wir noch intensiv zu diskutieren haben. Neben der Opferperspektive charakterisiert diesen Realisierungsvorschlag die Darstellung der Zusammenhänge zwischen Eroberungskrieg, Rassenideologie, Besatzung und nationalsozialistischer Gewaltherrschaft, so wie es auch in den Protokollen der Wannsee-Konferenz bereits beschrieben wurde. Gerade deshalb darf die Perspektive auf die Täter und die Rolle der Wehrmacht noch die Verantwortung von Mittätern und die Bedeutung von Kollaboration in den Hintergrund geraten. Auch wenn wir wissen, dass dieser Blick bei uns wie in den damals besetzten Ländern noch immer schmerzhaft und kontrovers besetzt ist. Wichtige Erkenntnisse über den Krieg, über das Leid, die Zerstörung und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen stehen, dürfen darüber hinaus auch nicht verloren gehen. Auch schwer zu erfassende Kriegsverbrechen wie sexualisierte Gewalt müssen noch mehr Beachtung und vor allen Dingen auch explizite Würdigung finden. Denn damals wie heute sind Vergewaltigungen von Frauen eine Waffe im Krieg zur lebenslangen Demütigung des jeweiligen Gegners, und das dürfen wir nicht so stehen lassen. Ein einheitliches und gemeinsames würdiges Gedenken an die Opfer und auch die bislang weniger Beachteten bleibt unbestritten eine besonders schwierige Aufgabe. Ein lediglich individuelles Gedenken, so wie es in der Konzeption vorgeschlagen wird, bleibt aber hinter dem Auftrag des Deutschen Bundestages zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Dokumentationszentrum ist in seiner Dimension und in seiner Bedeutung für unser historisches Gedächtnis, unser nationales Selbstverständnis und die deutsche Verantwortung in Europa das vermutlich größte kulturpolitische und historische Projekt der Gegenwart. Dem müssen Größe, Struktur und Governance entsprechen. Neben der inhaltlichen Konzeption wird auch darüber und nicht nur aus haushalterischer Sicht intensiv zu diskutieren sein, denn dieses Projekt ist zu wichtig. Die Debatte heute kann deshalb nur der Ausgangspunkt einer umfassenden Auseinandersetzung im Parlament und mit der nationalen und europäischen Öffentlichkeit sein, mit dem Ziel, zu einer möglichst breit getragenen Entscheidung zu kommen, auf dass das Dokumentationszentrum einen Beitrag Deutschlands zum Frieden in Europa werde. Vielen Dank. Und letzter Redner in dieser Debatte ist Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Jong, wie wollen Sie sich ernsthaft mit Antisemitismus beschäftigen, wenn Sie selbst ein rein instrumentelles, parteitaktisches Verhalten gegenüber Antisemitismus pflegen, wie Sie es gerade wieder vorgeführt haben? Und wie erklären Sie mir das? Wie wollen Sie über Hypermoralismus urteilen, wenn Sie selber amoralische Politik machen? Ich verstehe das nicht. Wenn wir heutzutage über den Willen der Ukraine sprechen, Mitglied der EU
zu werden, dann können wir nicht schweigen über die deutsche Besatzungsherrschaft auf ukrainischem Boden. Und wenn wir urteilen, Ratschläge geben zur Haushaltsdisziplin in Griechenland oder zu den dortigen humanitären Standards, zum Staatssystem, dann sollten wir uns immer die Mühe machen, die Perspektive der Griechinnen und Griechen selbst zu betrachten und ihrer kollektiven Erinnerung der Terrorherrschaft der Deutschen während der Besatzung dort. Das ist notwendig. Und das bedeutet auch, Europa nicht einfach nur abstrakt zu begreifen als Projekt der Versöhnung, sondern ganz konkret als eine besonders auch deutsche Verantwortung, die erwächst aus den vielen Facetten der unerträglichen Besatzungsherrschaft über ganz Europa. Das ist der Kern der Verantwortung. Deshalb ist insbesondere Deutschland gefragt, das zu dokumentieren und entsprechend auch im Jetzt zu handeln. Wenn wir das aber auch so sehen und so begreifen, dann müssen wir uns klar machen, dass es eben viel zu einfach ist, von einem Hitlerismus zu sprechen, sondern wir müssen uns klar machen, dass aus der Mitte der Gesellschaft dieses NS-System und die Besetzungsherrschaft möglich war, dass, wie Kirchhoff ins Zentrum seiner Studien stellte, eben sehr, sehr viele dem Führerstaat entgegenarbeiteten, zuarbeiteten. Damals in Josefow zum Beispiel, auf polnischem Boden, das deutsche Reservepolizeibataillon 101, der Major Trapp, Anführer dieses Bataillons, stellte ungefähr 500 Leuten frei, an Erschießungskommandos teilzunehmen oder nicht. Und Frauen, Kinder, angeblich nicht arbeitsfähige ältere Männer zu erschießen. 12, ganze 12 nahmen diese Möglichkeit wahr. Es waren Menschen, die dann tagtäglich Hunderte, wenn nicht Tausende ermordeten und am Abend Brahms hörten, Briefe an ihre Familie schrieben oder sich besoffen. Um sich diese Form und viele andere der Besatzungsherrschaft klarzumachen, brauchen wir ein solches Zentrum. Und wir brauchen es auch, um zu begreifen, dass jede Form der Normalisierung, der Bagatellisierung der NS-Herrschaft und der Besatzungsherrschaft in ganz Europa und auch jede Form der Instrumentalisierung, egal vor wem, und ich weise da auch auf aktuelle Debatten hin, jede Form von Instrumentalisierung unbotmäßig ist und dass es auch in Deutschland nicht duldbar ist, wenn wir im öffentlichen Raum NS-Stürmer-Ästhetik erleben, weil eben diese Ästhetik im Original, diese Bildsprache zu den Bedingungen der Möglichkeit dieser Massenmorde damals durch Deutsche in Josefow gehörte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1845 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so.